Hallo und willkommen, liebe Anwesende, zur 37. Peira-Matinee. Hallo auch an die Zuschauenden, die die Aufzeichnung dieser Matinee dann an den Geräten zu Hause genießen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wer damit nicht einverstanden ist, meldet sich jetzt bitte bei der Regie. Ansonsten werden wir sicherlich auch mal Shots vom Publikum machen. Wer nach vorne geht, um eine Frage zu stellen, wird auf jeden Fall gefilmt. So viel dazu. Das Thema heute ist Cannabis und Kriminalität. Und als Gast haben wir den Autoren und Richter Andreas Müller. Hallo Andreas, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns zum Thema Cannabis aus juristischer Sicht zu informieren. Wir werden Auszüge aus Ihrem Buch zu hören bekommen und sind auch auf die Einlassungen dazu schon sehr gespannt. Im zweiten Teil der Martini werdet ihr die Möglichkeit bekommen, wie immer, Fragen zu stellen, an unseren Gast zu richten. Und wie immer muss ich darauf hinweisen, dass wir aufgrund der Speicherkapazität und dem normalen Kaffeebetrieb, der heute allerdings ausfällt zum Glück, eine Beschränkung von ungefähr 90 Minuten haben. Also fasst euch auch bei den Fragen relativ kurz und sind wir nicht so viele, das kriegen wir heute, glaube ich, schon hin. Also formuliert eine klare Frage und versucht dann mit der Antwort zu leben und den Platz für den nächsten Fragesteller wieder frei zu machen. Okay, Andreas, Sie haben als Betroffener einige Erfahrungen im Bereich Sucht und die Problematik, die damit verbunden ist. Magen Sie ein paar Worte dazu sagen? Ja, deswegen bin ich ja hier, ne? Oder? Mhm, ganz genau. Okay. Aber warum jetzt genau? Also, warum? Natürlich als Betroffener insoweit, dass ich durch Suchtkrankheiten enorm betroffen wurde, durch meine Familie. Das fing an, mein Vater als Kriegsheimkehrer hat sich langsam aber sicher totgesoffen und war hochgradiger Alkoholiker. Ja, während mein Vater sich mit all dem, was man so sich vorstellen kann in Bezug auf Alkoholikerhaushalt, totsoff, ist mein Bruder in die Hippie-Szene der 70er Jahre gegangen und wollte nichts anderes machen, außer zu kiffen. Die Folge war Stigmatisierung. Damals war es noch richtig schlimm, lange Haare, ja, da sind noch ein paar übrig geblieben, ja, aber so mussten die Haare zwangsweise abgeschnitten werden und alles sowas. Ja, und dann übers Kiffen ist er dann schließlich auch in ein Heim für schwerst Erziehbare gegangen, hatte aber schon gute Kontakte zu Amerikanern und aber auch zu holländischen Dealern. In Holland war es damals schon fast legal. Die Duldungspolitik dort führte schon dazu, dass man überall Cannabis kaufen konnte. Mein Bruder benutzte als 19-Jähriger seine Fähigkeiten. Er war smart, gut aussehend und konnte eben auch gut kontakten. In Folge brachte er diverse Kilos über die holländischen Grenze, das meiste so irgendwie durch die Wälder marschiert. Und versorgte die grüne Grenze. Damals gab es ja noch so eine richtige Grenze. Und ja, dann wurde er auch irgendwann inhaftiert und verbrachte dann in den niedersächsischen Jugendvollzugsanstalten Vechta und Hameln insgesamt 4 Jahre seines Lebens, nachdem er vorher noch in U-Haft war. Nach heutiger Perspektive hätte er vielleicht, ja, aber da gibt es schon noch die einen oder anderen Richter, die meinen, die müssten die Volksgesundheit retten, weil sie es immer noch nicht kapiert haben. Heute hätte er lange nicht so lange gekriegt, er hätte in einem besseren Knast gesessen und wenn er Holländer gewesen wäre, hätte er höchstwahrscheinlich irgendwie 30 Sozialstunden bekommen. Ja, mit der Folge, dass ich, nachdem ich meinen Vater verloren hatte, dann ruckzuck auch meinen Bruder verloren habe. Die erste Opfergeschichte, die ich selber hatte, war, als ich in der 5. Klasse aufs Gymnasium kam und ein Lehrer kam auf mich zu. Mein Bruder war schon vom Gymnasium geschmissen worden und sagte zu dem kleinen Fünftklässler, der zuvor 2 Wochen zuvor seinen Vater verloren hatte, du bist doch der Bruder des stadtbekannten Kiffers. Ich guckte nur und bekam links und rechts ein. Ja, und seitdem wusste ich, dass Prohibitionisten keine Argumente brauchen. Ja, insoweit bin ich natürlich Opfer auch dieser unsäglichen Prohibitionspolitik. Das ist nicht das einzige an Opfer. Ich habe zig Leute in meiner Umgebung
gehabt, die auch wegen weniger Gramm in den Knast gegangen sind. Damals war es noch richtig heftig. Ich bin betroffen dadurch, dass ich den Beruf des Richters habe und ab und zu mich auch eben mit Cannabis auseinandersetzen muss. Und aber im Wesentlichen hat mich das enorm geprägt, sodass ich seit dem Schlag durch den Erdkundelehrer in meiner katholischen Schule eigentlich Legalisierungskämpfer bin. Heißt jetzt etwa 45 Jahre, verstehe ich die deutsche Politik nicht, warum die deutsche Politik wie international Menschen in die Knäste bringt, ohne Sinn und Verstand. Genug vom Anfang, Herr Moderator? Absolut. Ich kann, ja. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns ein bisschen aus deinem Buch vorträgst. Ja, das mache ich doch gerne. Habe ich doch geübt, habe ich schon öfter gemacht. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben und ich könnte jetzt das ganze Buch vorlesen, weil ich finde es irgendwie ganz lustig. Wir haben es hier ja auch aus. Und ja, das ist ja jetzt auch schon 2,5 Jahre her, als es auf den Markt kam. Ist ein Debattenbuch, geht darum. Damals, ich war ja auch der letzte Richter, der das Bundesverfassungsgericht zur Legalisierung angerufen hat. Das war schon 2003. Damals hat man noch mal einen Kopf gefordert, so dieser Richter gehört weg, CDU-Landtagsabgeordneten gaben Presseerklärungen im Jahre 2005 raus, ich sei eine Gefahr für die Kinder. Und so ähnlich wie vorher Rechtsradikale, der Mann gehört weg. Ja, haben sie ordentlich für bezahlt, weil Unterlassungsklagen, Rechtsbeugungen hatte man mir vorgeworfen. Und nun kam es dazu, dass mein Bruder vor etwa 4 Jahren verstarb. Ich ordnete seinen Nachlass und fand ein Urteil des Hamburger Amtsgerichts, wo er wegen 2 Gramm Cannabis in Tatmehrheit mit Widerstand gegen die Staatsgewalt zu 6 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. Er war zu diesem Zeitpunkt, nachdem er im Jahr mit etwa 30 Jahren heroinabhängig geworden ist, im Hamburger Methadon-Programm, hatte jahrelang Ersatzdrogen bekommen, war vollgepumpt durch den Staat. Heroin bekam er nicht. Hätte er Heroin bekommen, reines Heroin als ewig Kranker, dann würde er heute noch leben. Ich bekam dieses Urteil in die Hand und kriegte die blanke Wut auf meine Kollegen. Und nachdem ich bereits ein erstes Buch geschrieben hatte über Jugendrecht, auch so ein bisschen als Deutschlands härtester Richter galt, habe ich mich dann hingemacht und habe noch mal ein Buch geschrieben. Und zwar das Grüne. Das erste war rot, das ist grün. Das nächste, wenn ich es nochmal schaffe, heißt in Springerstiefel Cannabis und Depression. Depressionen eigener Art und Depressionen über die Gesellschaft, die es nicht hinkriegt, vernünftige Drogenpolitik zu machen. Ja, und dann habe ich überlegt, wie schreibe ich so ein Buch als Richter? Schreibe ich ja über meine eigenen Erfahrungen? Ja, sollte nicht jeder, der im Deutschen Bundestag sitzt, auch mal sagen, wie geht Kiffen eigentlich? Ja, so das mache ich bei meinen Lesungen mittlerweile, nehme ich Blättchen mit, ein bisschen Tabak und erkläre den alten Damen, wie sie denn richtig kiffen. Und das sollte man vielleicht auch im Deutschen Bundestag. Nun, wie war es bei mir? Mit 14 Jahren schaffte ich zum ersten Mal mit älteren Freunden Einlass in die Top-Disco zu bekommen. Die Inhaberin schaute nicht so genau hin, der Umsatz war ihr wichtiger. Und so stand ich dort auf der Tanzfläche, hörte Uriah Heep und war stolz wie Bolle. In den folgenden Jahren wurde die Top Disco für mich zu einem zentralen Ort der Freizeitgestaltung. Drogentechnisch hielt ich mich allerdings zunächst an Alkohol. Als ich 15 oder 16 war, kiffte jedoch schon etwa die Hälfte meiner Freunde. Ich selbst trank nur Wein, süßen Wein, niemals Bier. Psychologisch lässt sich das im Nachhinein leicht erklären. Ich kiffte nicht, weil ich das angesichts der Geschichten meines Bruders meiner Mutter nicht antun wollte. Und ich trank kein Bier, weil ich meinen Vater immer nur Bier hatte trinken sehen. Lange Zeit sahen die Wochenenden also so aus. Meine Freunde waren bekifft, ich war betrunken. Im Alter von 18 Jahren entschied ich mich dann doch, gelegentlich mitzukiffen. Ich wollte nicht betrunken sein, während die anderen nur in Cannabis lustig wurden und diesen anderen Rausch erlebten. Schließlich näherte ich mich dem Thema Cannabis doch auf praktischer Ebene. Allerdings war das gar nicht so einfach, da ich es nicht schaffte zu inhalieren. Der Wirkstoff kam dadurch gar nicht erst in meine Lunge und ich merkte gar nichts.
Um Abhilfe zu schaffen, kaufte ich mir meine erste Schachtel Zigaretten und begann das Rauchen zu üben. Und dies, obwohl ich zuvor als Schülersprecher auf geradezu militante Weise versucht hatte, in der Schule die Raucherecken abzuschaffen. Als ich endlich inhalieren konnte, brauchte ich allerdings noch einige Versuche, bis ich endlich meinen ersten Cannabis-Rausch erleben durfte. Für mich hieß das, ich hatte nun endlich die Möglichkeit, zwischen Alkohol und Cannabis zu wählen. Übrigens war es aus heutiger Sicht falsch, es so zu machen wie beschrieben. Ich hätte mit Haschtee oder Cannabis-Keksen beginnen sollen oder pur rauchen, dann wäre mir die lebenslängliche Abhängigkeit von Nikotin erspart geblieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ja oft fälschlich angenommen, dass der Suchtdruck durch das Cannabis entsteht. Aber wenn eben junge Menschen, sagen wir mal, 5 oder 6 Wasserpfeifen am Tag rauchen, dann führt das eben auch dazu, dass sie nikotinabhängig werden, wenn sie das mit Tabak mischen. Und das ist natürlich die Wirkung des Nikotins, die Aufnahme vom THC auch irgendwie beeinflusst. Ja, also so war, ja, so wurde ich zum absoluten Suchtmensch, was Nikotin angeht. Ich lese weiter. In der Folge rauchte ich während meiner Abiturzeit gelegentlich den einen oder anderen Joint, allerdings nie allein, sondern immer zusammen mit Freunden. Und irgendwann spürte ich auch intensiv die gewünschte Wirkung. Das Kiffen entspannte, machte nicht aggressiv, wie es bei Alkohol schon mal vorkommen konnte, und ich war innerhalb meines bekannten Kreises beim Thema Cannabis nicht länger außen vor. An Haschisch, das damals überwiegend konsumiert wurde, zu kommen war übrigens nicht schwer. Die niederländische Grenze war so nah, dass man notfalls mit dem Fahrrad rüberfahren konnte. Dort war Cannabis, seit ich denken konnte, immer frei verkäuflich. Wir nannten die Besorgungsfahrten damals Ameisenverkehr, weil jeder Einzelne immer kleine Mengen, meist 2 oder 3 Gramm, transportierte. Bevorzugtes versteckt für den Schmuggel die Mundhöhle. Also 5 Leute über die Grenze, ja, 10 Gramm gekauft, aufgeteilt, 2 Gramm immer schön hier in die Backen rein. Ja, und wenn die Zöllner kamen, immer grinsend, ja, ist überhaupt nichts, gar nichts. Dann gab es irgendwie ja, die ordentliche Durchsuchung des Autos, die Leute wurden durchsucht. Ja, und der gefahren hat, hatte meistens nichts. Ich kann mich aber daran erinnern, dass einer auch mal irgendwas hatte und er musste es dann runterschlucken, mit der Folge doch eines relativ langen Schlafes. So ging das damals, ja, und wir im Emsland, direkt an der holländischen Grenze, konnten es gar nicht verstehen, wie einfach es war. Ist jetzt so etwa 40, 42 Jahre her. Ich lese so ein bisschen aus meiner Geschichte, ich finde das ganz lustig. Mein eigener Konsum hielt sich immer in Grenzen. Ich erinnere mich an einen Trip mit mehreren Freunden nach Sizilien, für den einer von uns, der gute Kontakte hatte, vorher Haschisch besorgt hatte. Da es sich um eine größere Menge handelte, teilten wir diese unter uns auf und vereinbarten, dass jeder ein paar Gramm mit sich führen sollte. So sollte es zum einen nicht so schlimm werden, falls jemand erwischt würde, und zum anderen hätte der Rest der Truppe für diesen Fall noch etwas übrig. Ging ja über mehrere Grenzen, also da musste man damals schon aufpassen, ne? Immer schön die geringen Mengen. So funktioniert es auch heute noch bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Einer besorgt den Einkauf, verteilt, deckt seinen eigenen Bedarf damit kostengünstig ab. Derjenige mit den besten Beziehungen, also die Smarten, die sich möglicherweise rein zufällig ergeben haben, lebt, da er die großen Mengen einkauft, strafrechtlich immer am gefährlichsten. Manche jungen Menschen entwickeln sich so zu Dealern. Bei uns kam es damals anders. Einer von uns wurde erwischt, genauer gesagt, ich wurde erwischt. Allerdings nicht von der Polizei, sondern von meiner eigenen Mutter. Ich hatte nämlich die Tasche, in der meine Ration transportierte, am Abend vor unserer Abreise nach Sizilien, nach einer heftigen Feier bei uns daheim im Garten verloren. Als ich morgens mit dickem Kopf aus dem Fenster schaute, stand meine Mutter dort mit der Tasche in der Hand und inspizierte ihren Inhalt. Leugnen war zwecklos. Immerhin konnte ich noch glaubhaft versichern, das Haschisch nur für jemand anderen aufbewahrt zu haben, sodass meine Mutter nicht auch noch ihren zweiten Sohn an die Droge zu verlieren glaubte. Damals war es ja eben so, ja, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, jeder, der mal gekifft hat, landet sofort in der Gosse. So war der
Einstiegsdroge, ja, so war der Mainstream-Gedanke, so ist er ja heute noch durch ein einziges Buch und dann durch irgendwelche Professoren, die dann immer noch wie die Tage irgendeiner, so ein Hamburger, das ist die Hamburger Professoren-Szene, die immer noch von Einstiegsdroge und so weiter redet, ja. Völliger Unsinn, basiert auf letztlich auf 50 Jahre nicht vernünftig, vernünftig gemachter Wissenschaft. Also Ideologie und so die Angst der Mutter, einmal kiffen, der Junge sofort in der Gosse. Das hatten damals unheimlich viele. Selbstverständlich bestand sie auf die sofortige Vernichtung des Fundes und war auf dem besten Wege, alles in den Ofen im Garten zu stecken, um es zu verbrennen. Zum Glück konnte ich das gerade noch verhindern, indem ich ihr klar machte, dass diese Art und Weise der Entsorgung mit Sicherheit eine Geruchsbelästigung in der ganzen Umgebung ergeben würde, die unangenehme Folgen nach sich ziehen konnte. Wir spülten es schließlich gemeinsam in der Toilette hinunter. Meine Mutter war beruhigt, ich fuhr nach Sizilien und kiffte ein wenig von den Hasch meiner Freunde mit. Unsere Abifahrt ging dann nach Kopenhagen, wo wir trotz des Verbots durch unsere Lehrer nach Christiania fuhren, um dort unser Rauschmittel für den Abend zu besorgen. Christiania ist bis heute ein legendärer Kiez, in dem man Cannabis in allen Mengen und Sorten frei erwerben konnte, während die Obrigkeit wegschaute. Zurück im Hotel kochten wir dann einen Cannabis-Tee und wurden kurze Zeit später massiv breit, wie wir es damals nannten. Ich schreibe dieses Buch so, das geht um Jugendschutz hier. Also, die Lehrer, ihr dürft da auf keinen Fall hin. Och, die Lehrer sagen, wir dürfen da nicht hin. Also gehen wir da doch hin, ja? Auf jeden Fall. Also, Verbote führen zu nichts. Wir wissen das, Jugendliche kriegen an jeder Ecke Cannabis. Ja, was wir brauchen, ist nicht Verbot, wir brauchen Aufklärung, damit wir keine jungen Menschen dazu bringen, dass sie übermäßig Cannabis nehmen. Das ist der Sinn dieses Erzählens in diesem Buch. Ja, so, unsere Truppe jedenfalls trieb sich nach dem Genuss des Tees im Kopenhagener Rotlichtviertel herum und wir genossen es, das zu tun, was die meisten Menschen im Alter von 18, 19 oder 20 Jahren tun. Wir frönten mit Riesenspaß der Unvernunft. Diese bestand allerdings lediglich darin, von einer Hotdog-Bude zur nächsten zu laufen, um das ausgelöste Hungergefühl zu stillen. Später habe ich mich darüber aufgeregt, dass AIDS-Kranke dem Tode gewidmet in Deutschland nicht mal Cannabis kriegten, obwohl die ganzen AIDS-Kranken wussten, durch Cannabis können sie auf irgendeine Art ihr Hungergefühl verbessern und mehr zu sich nehmen. Ich habe das in meiner ersten Vorlage zum Bundesverfassungsgericht geschrieben, ja, die haben sie nicht angenommen damals, weil der zeitgleich der Spiegel mit dieser wunderbaren Tütennummer kam, ja. Danach habe ich den, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr gelesen. Ja, erst als ich wieder mal, ja, als ich selber dann ab und zu mal ein Spiegel-Interview als Wiedergutmachung machen durfte. Und dann wieder diese Nummer. Und das war plötzlich, 2002 stand es schon mal an der Grenze zur Legalisierung. Und dann kam der Spiegel und dann kamen wir die Einstiegsdroge, dann kam Thomasius und irgendwelche Professoren, die von Psychosen reden, bis zum geht nicht mehr. Klar, wissen wir. Aber du wolltest was sagen, bist ja der Moderator. Ja, genau. Ja, aber es ist auch immer schön, dir zuzuhören. Also, jetzt ist mir gerade der Faden verloren. Kann er weiterlesen und überlegen. Es geht da, genau, wir haben ja nach dem Erscheinen Ihres Buches durchaus eine Gesetzesnovelle erfahren im Bereich medizinisches Cannabis. Da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, dass sich also zumindest für Patienten auf dem Gesetzespapier ein bisschen was geändert hat, wollte ich nur erwähnen. Das ist nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, wo man eine Ausnahmegenehmigung bei der B-Pharm beantragen musste mit diesen ganzen Nachweisen und den entsprechenden Problemen. Ich habe das in diesem Buch, das war ja etwa, ist herausgekommen, ein Dreivierteljahr vor dem Beschluss im Deutschen Bundestag. Der Beschluss vom Deutschen Bundestag ist vom Januar 2017 in Kraft getreten, ist das Cannabis-Medizingesetz am 3. März 2017. Ich glaube, dass dieses Buch dazu beigetragen hat. Und die ganze Öffentlichkeit, die damals dahingehend, dass Springer, Presse und so weiter, ganz viele Kranke
ja, hingestellt haben und die haben berichtet, mir tut es gut. Und die allgemeine Bevölkerung, ich kann mich an mehrere Talkshows erinnern, die ich damals hatte, ja, wo ich das auch gerügt habe, dass kranke Menschen noch nicht mal Cannabis bekommen können. Zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Buch schrieb, hatten 485 Leute eine Ausnahmegenehmigung, die es damals auch schon gab, ja, Cannabis-Rezepte zu bekommen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde angesichts der Zeit nochmal ganz kurz, dieses Buch ist auch ein bisschen, außer die, im Grunde ist es eigentlich noch okay. Ich beschreibe hier, wie es im internationalen Ausland ist, wie Leute in meiner Jugend verfolgt wurden, ja, die Haussegen schief standen, weil das Kind einmal gekifft hat und so ist es heute teilweise immer noch. Ja. Das Kind kommt nach Hause, sagt, hat ein gutes Verhältnis zu den Eltern, sagt, ich habe gekifft. Oh. Ja, bei mir sind in den vergangenen Jahren immer wieder solche Fragen angekommen. Du, Andreas, aus allen guten Kreisen, so, ja. Andreas, kennst du dich doch aus mit Cannabis und Haschisch? Ja, kenne ich mich. Ja, ich kenne mich wirklich aus. Schreibe ich auch hier ab so etwa bis 30 Jahren. Die anderen Geschichten gehören da nicht rein. Und dann frage ich die Mutter in Not, dann frage ich, ja, was macht denn dein Sohn? Er geht zur macht gerade Abitur. Welche Noten hat er? Er wird so etwa 1,1 bis 1,3 kriegen. Frage ich, geht er regelmäßig zur Schule? Ja. Hat er eine Freundin? Ja. Hat er ein soziales Umfeld? Ja, er ist noch im Basketballverein und spielt Fußball. Ja. Was macht er sonst? Ja, am Wochenende geht er auf Partys und betrinkt sich manchmal. Ja. Und dann frage ich ihn, wo ist jetzt das Problem? Oh. Und die Angst geht weg. Ja, aber diese Angst ist noch bei unheimlich vielen Eltern da. Und ich habe die gespürt in den letzten 20 Jahren, eben auch als Jugendrichter. Ja, und so beschreibe ich hier so, wie es sein könnte. Auch beschreibt das Cannabiskontrollgesetz der Grünen. Hier, neulich hat mir Herr Magröhe... Okay, da muss ich mal kurz reingrätschen. Also das Cannabiskontrollgesetz der Grünen wurde ja damals im Hanfmuseum vorgestellt. Ich war ja live dabei. Und muss ehrlich sagen, dass das ja eher ein bürokratisches Monstrum darstellt. Es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn man es liest, habe ich eher das Gefühl gehabt, es ist für die CSU geschrieben worden. Teilen Sie diese Meinung oder ist das eher... Ich habe daran mitgeschrieben, okay. Ein bisschen so im Hintergrund. Natürlich nicht, aber natürlich haben die Grünen auch irgendwelche kompetenten Leute geholt und gesagt, könnt ihr euch das eine oder andere mal anschauen, was denkst du denn davon? Man hat ja überhin Kontakte, nicht nur zu den Piraten oder Grünen, ich habe ja auch Kontakte zu der FDP, ich bin mir sogar fast sicher, die ist die FDP Bremen, den ersten Beschluss auf Landtagsebene gemacht, Landesebene gemacht hat zur Legalisierung des Cannabis, weil ich da vor 2,5 Jahren, ich glaube, dreimal in der Stadt war und viel für Presse gesorgt habe. Ja, unter anderem eingeladen von der FDP. Kommen wir zurück zum Cannabiskontrollgesetz. Das ist ein Monstrum. Ja, mein Lebensziel wäre anders. Es wäre so wie vor 100 Jahren. Cannabis ist nichts anderes als Hanf. Hanf stammt überall rum, war eine schöne Pflanze. Man konnte daraus irgendwie schöne Sachen bauen. Man konnte tolle T-Shirts machen und man konnte es auch abends in die Pfeife machen. Und das machten ja unsere Vorfahren, indem sie das als Knaster in die Pfeife packten und immer wenn die kleinen Samen irgendwie knisterten. Deswegen hieß es Knaster. Die hatten noch keinen Fernsehen damals, ja, haben 12 Stunden malocht und mussten irgendwie abschalten und haben dann sich ruhig in den Schlaf gekifft. Alte Leute, das wäre meine Vorstellung, aber so geht es heute nicht. Kalifornien geht dahin, die machen es ja fast so. Das ist übertrieben. Ich möchte nicht, dass irgendwelche kleinen Mädchen mit Lollis am Straßenrand stehen, wo Cannabis drin ist. Ich möchte einen vernünftigen Jugendschutz einbauen und da ist es natürlich schwer. Und ich habe da so ein bisschen im Jugendschutzbereich mitgearbeitet. Das ist ein Monstrum, man kann es aber politisch nicht anders machen. Und wenn das Ergebnis einfach nur dieses Gesetzes ist, das ist ein Monstrum und ab und zu werden wir das oder jenes abbauen und jeder Mensch erhält das Recht, 3 Cannabispflanzen zu Hause zu haben, dann wäre es das Vernünftige. So, dann gibt man noch einen Jugendschutz ein bisschen rein. Ich habe neulich mit Hermann Gröhe, immer noch amtierender Gesundheitsminister, zusammengesessen. Er hat mir einen wunderschönen Brief geschrieben. Ja, sehr geehrter Herr Müller, danke für die Anregung im Jugendstrafrecht.
Ich hätte nämlich, und das mache ich in diesem Buch dann auch, hätte das vielleicht noch ein bisschen anders gemacht an dieser oder jener Stelle. Aber die müssen ja auch noch für die Koalitionsverhandlungen irgendwas haben. Wenn die meinen Jugendschutz da einbauen würden im Cannabiskontrollgesetz, müsste sogar die CSU sagen, hey, wir wollen ja nur die Jugend schützen, dann machen wir es doch auch. Ja, und das beschreibe ich denn hier. Aber ich möchte mein letztes Kapitel lesen. Ich möchte mal schreiben, was denn passieren würde. Ja, ich habe dieses Buch übrigens meinem Bruder gewidmet. Ja, am 24. November 2013 in Hamburg im Folgenden einer unsäglichen Drogenpolitik gestorben. So sah der mal aus. Ja, also sehr smart, war auch schon bei Lanz und wurde abgedruckt. Und also so rein, ja, richtig smart, guter Typ, kein Gewalttäter, aber eben suchtabhängig geworden, wie manche auch in dieser Gesellschaft. Obama und Merkel kiffen, damals gab es noch diesen Obama, der war auch mal Präsident, der wurde dann abgelöst von diesem anderen, der sich auch als Präsident generiert hat da. Wenn wir derzeit über die Legalisierung sprechen, kommen vor allem aus den Reihen der CDU und von Seiten der Drogenbeauftragten reflexartig Warnrufe. Je weitreichender die Legalisierung, desto falscher das Signal an die Gesellschaft. Die Behauptung, die dahinter steht, wenn Cannabis legal ist, kiffen ja plötzlich alle. Ganz abgesehen davon, dass es wesentlich gesünder wäre, wenn alle kifften, anstatt Alkohol zu trinken, reicht ein Blick in die Vergangenheit und einer über die deutsche Grenze, um diese Behauptung zu entkräften. Also ich hätte lieber zu Hause einen kiffenden Vater auf dem Sofa gehabt. Jeden Abend schön gekifft. Ja, schön eingeschlafen, alles wäre gut gewesen. War aber nicht so. Also wenn alle Deutschen Alkohol weglassen würden und nur noch kiffen, dann hätten wir höchstwahrscheinlich nicht so viele Probleme. Also das darf man natürlich nicht sagen, ja, aber ganz abgesehen davon, dass es wesentlich gesünder wäre, wenn alle kifften, anstatt Alkohol zu trinken, hatten wir. Als das Bundesverfassungsgericht 1994 entschied, dass der Staat nicht mehr übermäßig gegen Konsumenten vorgehen dürfe und die Grenzwerte für geringe Mengen anzugleichen seien, titelten die großen Zeitungen: Kiffen jetzt erlaubt? Das war zwar falsch, hat aber zur Folge, dass Kiffer sich zu Veranstaltungen, sogenannte Kiff-Ins, trafen und in Unkenntnis der tatsächlichen Rechtslage Kiff-Partys veranstalteten. Man hätte also erwarten können, dass durch diese tatsächliche Liberalisierung und deren weitreichende Fehlinterpretation die Menschen plötzlich ungehemmt bis zur Geringfügigkeitsgrenze einkaufen, konsumieren und die Droge sich in der Folge extrem ausdehnt. In Wirklichkeit ist das nicht passiert. Die Zahlen waren nach 1994 nicht signifikant abweichend von den vorhergehenden. Das ist ein Blick in die Vergangenheit. Der Blick über die Grenze geht noch einmal in die nahegelegene Niederlande. Dort führt man im Grunde genommen seit rund 40 Jahren, da lege ich mich manchmal mit Professoren an, wenn die wieder irgendwie ein neues Forschungsprojekt brauchen, noch ein neues Forschungsprojekt und noch ein. Dann sage ich, wieso, wir haben doch hier seit 40 Jahren ein Forschungsprojekt in Holland. Ja, aber wir müssen das noch hier erforschen. Ja? Ich meine, die Holländer ticken ja auch anders. Sie essen vielleicht auch mehr Tomaten, haben mehr Blumen in der Wohnung stehen. Ja? Okay, dort führt man im Grunde genommen seit rund 40 Jahren ein riesiges Experiment mit fast 17 Millionen Menschen durch. Ich glaube, es gibt keine Studie irgendwie mit 17 Millionen Menschen. Indem man ihnen weitgehend erlaubt hat, Cannabis frei zu nutzen. Im Ergebnis dieses Experiments ist bisher weder das ganze Land in den Fluten der Nordsee versunken, noch hat die Duldungspolitik zu einem wesentlichen Zuwachs an Konsumenten geführt. Die Zahl der kiffenden Jugendlichen ist sogar seit Jahren rückläufig. Die Niederlande sind ein vergleichsweise wohlhabendes Land. Sie haben eine der geringsten Quoten an Insassen von Strafvollzugsanstalten. Und die Einnahmen, die der niederländische Staat durch die Besteuerung von Cannabis generiert, kommen unter anderem der Prävention sowie der Therapie derjenigen, die tatsächlich Probleme mit Cannabis haben, zugute. Allein diese zwei Beispiele legen nahe, nicht gleich das Schlimmste zu befürchten. Was sicher passieren wird, ist Folgendes. Viele Menschen, die bisher schon cannabisaffin waren und gelegentlich heimlich gekifft haben, werden die neue Freiheit nutzen und auf Partys mit einem Joint statt einem Bier oder Schnaps an der Theke stehen. Auch werden viele, die bisher Angst vor der Kriminalisierung hatten, es probieren. Sie werden mal an einem Joint ziehen und werden merken, dass erst einmal gar nichts passiert.
Anschließend werden die meistens wieder lassen, da sie merken, dass Cannabis nichts für sie ist. Im Klartext, nachdem anfangs wohl tatsächlich mehr gekifft werden wird, wird sich die Situation recht schnell auf ein normales, sprich das folgende Maß reduzieren. Manche werden kiffen, manche werden trinken, manche konsumieren gar nichts, wie bisher auch. Die deutsche Gesellschaft wird mit einer ihrer großen langjährigen Diskussionen zu Ende geführt haben und kann sich wichtigeren Dingen zuwenden. In Polizei und Justiz werden jährlich mindestens 180.000 Ermittlungsverfahren wegfallen und Kräfte für wichtigere Dinge freisetzen. Millionen von Menschen bekommen in einem immer stärker durchregulierten Staat ein kleines Stück Freiheit zurück. Nämlich die Freiheit, sich anhand eines weiteren recht harmlosen Mittels aussuchen zu können, womit sie sich ab und zu berauschen können. Millionen von Eltern bekommen die Möglichkeit, gezielter mit ihren Kindern sprechen zu können, bessere Fragen stellen und bessere Antworten bekommen zu können, wenn Cannabis im Spiel ist. Haben Sie selbst gekifft oder kiffen Sie noch, können Sie sehr viel freier über eigenes Konsumverhalten sprechen, so wie es in der Regel auch bei Alkohol geschieht. Millionen von Menschen bekommen die Möglichkeit, ihre Krankheit, damals war es noch nicht, durch den Eigenanbau von Cannabis zu mildern, ohne auf chemische Präparate mit etlichen Nebenwirkungen angewiesen zu sein. Jeder könnte selbst herausfinden, ob ihm diese Variante der Selbsttherapie hilft oder nicht. Auch hier Freiheit und Wahlmöglichkeiten. Legalisierung bedeutet ja nicht, dass Menschen gezwungen werden zu kiffen. Der deutsche Staat würde in vielerlei Hinsicht profitieren. Nicht nur, dass entspanntere Bürger auch glücklichere Bürger sind. Die Steuereinnahmen sind ein nicht zu verachtender Posten. Ganz allgemein würde das deutsche Bruttosozialprodukt unter einer Legalisierung sicher nicht leiden. Während die Steuereinnahmen stiegen, könnte gleichzeitig die Belastung für Sozialsysteme sinken. Nur ein Rand. Wir haben jetzt schon etwa 40.000 Leute mit Rezepten. Davon sind höchstwahrscheinlich 15.000 schon durch die Krankenkassen finanziert. Das sind teilweise 1.000 Euro monatlich. Das rechnen Sie mal hoch. Ich hoffe, dass noch viel, viel mehr Leute ja Rezepte bekommen. Dann wird nämlich die Legalisierung irgendwann von den deutschen Krankenkassen ja gefordert. Schlicht und einfach, weil die auch zu der Überzeugung kommen, warum soll jemand, der krank ist, nicht zu Hause ja drei Cannabispflanzen haben. Stattdessen muss er in der Apotheke, wo unheimlich viele Leute zwischenverdienen, angefangen von kanadischen Firmen über deutsche Apothekenschaft, die kommen bald und so weiter. Im Moment ist das großartig, aber das Ziel, am besten für mich, liebe deutschen Kranken, holt euch alle ein Rezept und macht die Kassen pleite. Halt, ich habe noch nicht, aber da kommen wir, es sind hier noch eben, das muss ich noch zu Ende lesen. Ja, also das geht ja gar nicht, ja, auch wenn ich zwischendurch. So, während die Steuereinnahmen stiegen, könnten gleichzeitig die Belastungen, das hatten wir. Was also ganz sicher nicht passieren wird, ist der von Teilen der deutschen Politik und der Prohibitionslobby befürchtete Weltuntergang. Die Angst vor einer massenhaften Ausbreitung der Drogen Cannabis ist schlicht irrational. Die Ausbreitung, die es bisher gab, ist trotz der Prohibitionspolitik passiert und selbst wenn es zu einem leichten Anstieg kommt, haben wir damit lediglich den Anstieg einer Droge, die nach der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation auf Platz 11 der gefährlichsten Gifte steht, weit hinter dem legalen Suchtmittel Alkohol. An dieser Stelle liegt ein schönes Zitat von Barack Obama nahe, das er Anfang 2014 gegenüber dem Magazin The New Yorker formulierte: Ich glaube nicht, dass Cannabis gefährlicher ist als Alkohol. Barack Obama war mal Mitglied einer Gang, ja, und hat Cannabis vertickt. Er hat erstmal irgendwie, ja, da hat er seine ersten wirtschaftlichen Übungen gemacht. Ja, nur so wird man Präsident, höchstwahrscheinlich, ja. Trump hat irgendwie kleine Bausteine verkauft. Immer, wenn ich über Cannabis nachdenke, fällt mir dieses Bild vom amerikanischen Präsidenten Obama ein, der nach geltendem Recht in seiner Dienstvilla Cannabispflanzen ziehen darf oder sich in Washington kaufen könnte. Ich plädiere dafür, dass die deutsche Bundeskanzlerin ebenfalls dieses Recht besitzen sollte. Der Tag, an dem Angela Merkel und Barack Obama, ich ergänze, zusammen mit Putin, ja, und mit Herrn Trump kiffen, wird ein freudiger Tag für die Welt sein. Und jetzt sage ich immer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt müssen Sie klatschen, aber das macht man nicht bei Martinet. Doch, nicht, ne? Ja, sonst wir klatschen wir nämlich immer. Da klatschen nämlich sonst immer die Alten. So, jetzt reicht's jetzt.
Ich tingle ja ab und zu noch ganz wenig, ja. Aber wenn ich so neulich war mit dem katholischen Frauenbund und so weiter, die dann auch irgendwie, dann fangen die auch, finden sie auch gut. So, jetzt doch. Ne? Also da tut sich was, ja, im Cannabis-Bereich. Jetzt habe ich genügend gequatscht, ich lese nicht mehr. In diesem Buch stehen natürlich auch noch andere Folgen drin, die man, die im Moment unheimlich schrecklich sind. Der Verlust von Führerscheinen, ja, und. Es hat sehr viele, ich kriege Briefe von immer noch, jede Woche, bin ja bei Facebook, irgendwie finden die einen denn, ja, so, oder auch über meine Mailnummer von Eltern, die es einfach nicht mehr kapieren, warum ihren doch so gut gedienenden jungen Leuten plötzlich der Führerschein weggenommen wird. Man hat heutzutage eine andere Art und Weise, junge Leute zu reglementieren. Ja, am besten wir die ganze deutsche Kifferschaft, aber die pennt ja, ja, Kifferschaft hier könnt auch gleich wieder schimpfen, ja, und so weiter, ja, sagt, wir geben freiwillig unseren Führerschein ab, wir verzichten auf den Kauf von Autos, dann wird sich höchstwahrscheinlich VW und Daimler-Benz zusammensetzen und sagen, so geht das nicht mehr mit der strafrechtlichen Verfolgung der ordentlichen Kiffer, die ordentlich arbeiten, ordentlich Steuer zahlen und so weiter. Liebe Bundeskanzlerin, jetzt hört endlich auf. So. Da sind wir ja schon bei den möglichen Lösungswegen. Was ich jetzt noch mal gerne von Ihnen hören würde, ist, Sie haben ja nun als Richter diese Vorgabe beim Verfassungsgericht gemacht. Und wie ich das aus dem Buch entnommen habe, was ich mit großem Interesse gelesen habe und euch auch wirklich empfehlen möchte, ihr könnt das heute hier kriegen für wenig Geld, ist es ja so, immer wenn ich abschweife, verliere ich im Moment den Faden, ich muss leider Schmerzmittel nehmen und sowas, ist es ja so, welche Möglichkeiten hat denn jetzt ein Richter tatsächlich aktiv diese Legalisierungsgeschichte voranzubringen? Ist diese Eingabe, warum wird diese Eingabe eigentlich nicht öfter gemacht? Ich muss es gibt zwei Möglichkeiten, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Die erste Möglichkeit jetzt für den Bürger ist, er geht über die Instanzen. Er wird beim ersten Gericht verurteilt, beim zweiten Gericht verurteilt und dann gibt es irgendwann keinen ordentlichen Gerichtsweg mehr. Und dann kann man sagen, liebes Bundesverfassungsgericht, schaut euch das nochmal an. Das ist die Verfassungsbeschwerde, wird immer wieder gemacht, sie hauen die immer weg. Und dann gibt es die Möglichkeit, über eine sogenannte Richtervorlage, Artikel 100 Grundgesetz, zu sagen, liebes Bundesverfassungsgericht, ich, kleiner Richter Müller, so habe ich es damals gemacht, muss dieses Gesetz hier anwenden. Ich halte dieses Gesetz genauso wie mittlerweile 120 Strafrechtsprofessoren für verfassungswidrig. Bitte prüft das mal. Und das ist eine sogenannte Vorlage nach dem deutschen Richtergesetz, nach dem Grundgesetz. Und da muss sich das Bundesverfassungsgericht erstmal mit beschäftigen. Warum das so wenig Richter machen, ist klar, das ist eine wahnsinnige Arbeit. Als ich das damals gemacht habe, ich glaube 3 Monate lang, immer jede Minute die irgendwie dran gesessen und am Schluss haben mehrere Personen daraus eine Doktorarbeit gemacht. Ich nicht, hätte das vielleicht gleich als Doktorarbeit machen sollen. Und es wird irgendwelche Kollegen geben, nur man müsste Mustervorlagen de facto machen, das heißt, man müsste den Richtern schon mal ein Muster hinlegen, sodass sie das einfach nach Karlsruhe hauen. Also das habe ich so im Kopf und auch der Deutsche Hanfverband, bitte eintreten, liebe Zuschauer, ja, das ist eine Lobbyorganisation, ja, die irgendwie dazu hat das schon im Kopf, dass man Mustervorlagen erarbeitet werden. Dann würde sich das Bundesverfassung. Ich selber, man braucht dafür einen Fall. Ja, und dann ist es natürlich, bei mir, ich habe ja auch Cannabisfälle, werden fast überwiegend die Fälle eingestellt. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, manchmal sogar gegen kleinere Arbeitsstunden und so weiter. Weil die Leute ja auch keinen Bock haben, diesen langen Kampf zu machen. Die wollen ja irgendwann Schluss haben. Eine Einstellung ist immer gut. Also, ja, es wird Zeit. Also im 92 haben die Vorlagen gemacht, Neskowitsch in Lübeck, spätere, ja. Dann aber, der war nicht alleine, das war eine konzertierte Aktion, da haben sich das Landgericht Frankfurt angeschlossen, haben sich andere Landgerichte angeschlossen. Das haben wir im Moment nicht. Wir haben zwar neulich Herrn Fischer vom Bundesgerichtshof gehabt, der auch für die Legalisierung ist. Der hat natürlich Fälle gehabt. Und ich frage mich, warum der BGH dann nicht das Bundesverfassungsgericht angerufen hat. Aber das sind Kollektivgerichte, so sage ich mal. Ja, da sitzen mehrere Richter. Vielleicht hat er einfach nicht die Mehrheit gekriegt. Ich weiß es nicht, aber denkt logisch, hätte er nach seinem Denken, ja, verfassungswidrig geht gar nicht,
direkt Karlsruhe anrufen müssen. Und ich hoffe, dass in den nächsten Monaten, weil das Klima in der Gesellschaft wird hier anders. Ja, Staatsanwälte finden das alles nicht mehr so schlimm, ich merke das. Als ich das noch vor 15 Jahren wieder gemacht habe, damals zeitgleich mit den Tüten im Spiegel, ja, da wurde ich noch ziemlich angeguckt. Ja. Mittlerweile fangen auch Staatsanwälte bei mir an und sagen, ja, mittlerweile bin ich auch ein bisschen für Legalisierung. Das wächst so rein. Und wenn die jetzt noch sehen, wie die arme Oma mit 70 sich abends einen kifft mit einem Vaporisator, ja, dann merken sie, da tut sich was. Durch den Beschluss im Deutschen Bundestag vom 6. Januar 2017 hat man eins, das ist was ganz Wichtiges, man muss das so sehen, auch wenn das alles noch nicht perfekt ist. Der Deutsche Bundestag hat einstimmig beschlossen, dass Cannabis ein uraltes Heilmittel ist, ein Heilmittel. Es hat damit dem Stoff Cannabis, dem Stoff Hanf, das Odium des absolut Schrecklichen genommen. Und das kommt langsam aber sicher auch in die deutschen in die Bevölkerung. Sie werden sehen, was weiß ich, dass es dem Schmerzerkrankten besser geht. Sie werden sehen, dass es dem Rheumaerkrankten besser geht. Und dadurch verliert man die Angst. Gleichzeitig kommen natürlich wieder die Psychosennummer und dann gibt's immer noch irgendwelche die da sitzen als Professor und erzählen was von Einstiegsdroge. 1994 hat das Bundesverfassungsgericht geschrieben, das vertritt weltweit kein Mensch mehr. Aber da sitzen die in deutschen Fernsehsendern, ja, schimpfen auf den deutschen Hanfverband. Mich lassen sie da nicht hin, weil die höchstwahrscheinlich nicht kommen würden. Ja, wenn Müller, nee, da gehen wir nicht hin, ist zu gefährlich. Danke. So als ich bin ja Patient, ich habe ein Rezept eine Woche nach dem 3. März gekriegt. Meine Ärzte sind Gott sei Dank verständnisvoll. Ich finde diesen Hinweis, dass wir eben auch einfach mal auf unsere Ärzte zugehen und Rezepte fordern. Ja? Einfach weil wir alt werden, weil wir chronisch erkrankt sind. Das ist ein guter Weg und die Kassen weigern sich ja leider noch sehr massiv, die Kosten zu übernehmen. Ich selber muss ein Verfahren vor dem Sozialgericht anwenden, um eine Kostenübernahme zu kriegen. Aber ich wäre auch richtig froh, wenn ich eine Handvoll Pflanzen für mich selber produzieren könnte und dazu auch in der Lage. Das wäre eine schöne Lösung, da stimme ich Ihnen zu. Natürlich. Das Ganze ist aber erstmal gut. Für viele, ich bin in den letzten Jahren, also bin ich auch auf vielen Demos mitgelaufen, da habe ich den schwerstkranken Rollstuhlfahrer neben mir, ja, da habe ich schwerstkranke Rheumapatienten, da habe ich selbst Polizeibeamte, Herr Müller, ich würde auch so gerne kiffen, ja, aber wenn ich das mache, kann ich nicht mehr operativ, das heißt mit Wummel durch die Gegend laufen. Ist richtig, ja, das muss sich erst entwickeln, aber das ist ein ganz schwieriges Feld, ja. Da wird natürlich argumentiert, die Leute sind ja schon süchtig, ja? So, ich würde auch, ja, und so weiter, alles sehr schwierig, da wird bei Heroinabhängigen, die vor 30 Jahren heroinabhängig gewesen sind, geprüft, ob die Cannabis einfach nur als Suchtmittel haben wollen. Ja, so lächerlich das auch ist. Aber es ist im Wachstum. Und natürlich müssen die Krankenkassen auch prüfen. Und es gibt natürlich auch 21-Jährige, die denken, ja, okay, denke ich mir mal minimales ADHS aus, ja, und vielleicht komme ich bei einem richtigen Psychiater an und der verschreibt mir dann 30 Gramm im Monat. Da denke ich dann auch, das ist ein bisschen viel, ja. Und es geht ja auch Leute, die haben 90 Gramm, da denke ich auch ein bisschen viel. Das ist alles in der... Ich bin 30 bis 50. Ja, du bist ja auch richtig krank. Ja, völlig in Ordnung. Aber ich meine, 90 Gramm, wer sich das so ausgedacht hat, ja, das ist ja auch eine richtig heftige Nummer. Für Extremleute, ja. Und da wird geprüft, aber es kommt immer mehr. Ich kriege so über meinen Facebook-Teil da immer wieder, dann kommen die Leute und schicken, ich darf jetzt kiffen. Ich bin so glücklich. Ja, ich muss nicht mehr von meinem kleinen Arbeitslohn jeden Monat 300 Euro ausgeben, auf eine andere Art und Weise. Ja, also ich finde, das ist schon ziemlich gut. Wir müssen nur aufpassen, dass es kein Rollback gibt. Ja, dass es kein Rollback gibt. Man muss auch die Gefahren auch dieser Versorgung sehen. Und deswegen finde ich auch, dass Krankenkassen sehr wohl das Recht haben, zu prüfen. Ja, okay.
Ja. Aber das Gesetz ist ja ziemlich klar. Es sind ja keine Und-, sondern Oder-Bestimmungen bei den Kriterien. Und auch dieses, was immer wieder behauptet wird, dass man austherapiert sein muss, ist ja auch nicht mehr der Fall. Nein, de facto hat man Folgendes gemacht. Also ich versuche es mal mit drei Sätzen zu umschreiben. Man hat einfach gemacht, wir geben dem deutschen Arzt, ja, das ist so abstrus, was ich das überlege, der deutsche Arzt darf entscheiden, ob jemand unter Strafgesetzbuch steht oder nicht. Ureigene Aufgabe des Gesetzgebers. Dann nämlich, wenn der deutsche Arzt sagt, das kann auf irgendeine, also Zahnärzte dürfen das nicht und Tierärzte, ne? So, ansonsten kann jeder Arzt Cannabis verschreiben. Der kann also, das finde ich auch gut, ja, er kann jeden legal machen. Und diese ganzen Leute, die über die Kassen gehen, ja, das sind ja die armen Kranken. So, wir haben auch hier natürlich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ja, wir haben ja nicht im Moment drei Klassen. Die eine Klasse, du, sie, ja, wirklich krank, kriegen so und so viel. Das wird bezahlt, monatlich irgendwie 1.500 Euro oder 1.000 Euro, je nach Menge. Ich bin da noch nicht fertig. Dann gibt es Leute, die kriegen das Rezept und sind wirklich krank und da sagen die Krankenkassen, zahlen wir nicht. Tun mir furchtbar leid. So, und dann gibt es die ganzen Privatpatienten. Die gehen zu irgendeinem Arzt und sagen, gib mir mal ein Rezept. Ja, ich zahle das selber. Die werden von keinem kontrolliert, die brauchen sich nicht mit irgendwelchen Kassen anlegen. Die haben ein Rezept, da steht 10 Gramm drin. Das holen die sich aus der Apotheke und wenn 10 Gramm nicht reichen, dann holen sie es wie früher auch. Ja, so, zahlen das selber und die werden auch nirgendwo registriert. Das heißt, reich darf kiffen, arm muss kämpfen. Richtig, kann ich nur bestätigen. Ja. Okay, vielen Dank für die Ausführungen. Und nö, das war's noch nicht. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil, wo ich euch bitte, eure Fragen zu stellen, falls ihr noch welche habt, an Andreas Müller. Wird das jetzt sofort gemacht? Brauchst du eine kleine Rauchpause? Ja, eigentlich schon. Ja, dann machen wir eine kleine Rauchpause. Also kann man das jetzt... Kann man unterbrechen, wir schneiden ja später. Ja, dann würde ich jetzt eben ganz gerne einmal fünf Minuten nach draußen gehen und könnte nochmal auf die Toilette und dann können wir das ja machen. Okay, ja? Machen wir. Okay, dann machen wir das so. Also ich werde jetzt hier auch keinen Zusammen machen, weil ich hier keine Oberfeinde hier sehe. Wenn sie jetzt irgendwie Psychiater wären oder und dann diese Psychosennummer und irgendwie Einstiegsdrogennummer, ja. Ich glaube, dann wäre das gefährlich. Ich frage mal jetzt eine Frage, die jetzt nicht unbedingt juristischer Natur ist, sondern vielleicht eher wirtschaftlicher, weil das ist ja ein Aspekt, der da auch eine wichtige Rolle spielt, meiner Meinung nach. Wir sehen ja gerade, dass das Mikrofon nicht so richtig gut funktioniert. Ja, ich kann mal vielleicht etwas weglegen. Ist das besser? Okay. Wir sehen ja, dass generell in Deutschland irgendwie gerade nicht so richtig gut funktioniert. Wir hören irgendwie von einer Staatssekretärin, die für das Internet zuständig ist, dass die Anbieter es einfach nicht hinbekommen, irgendwie auch nur ihre 100-Megabit-Anschlüsse an den Mann zu bringen, während anderswo einfach Gigabit-Leitungen zu Hause völlig normal sind. Und da dann eben auch die Dienste entstehen, die diese Daten dann auch nutzen. Wir sehen, dass die deutsche Autoindustrie irgendwie den Diesel verteidigt, wobei ja völlig klar ist, dass das ein Antrieb ist, den es in 4-5 Jahren einfach nicht mehr geben wird. Und jetzt eben auch hier, es gibt in ganz vielen Staaten auf der Welt, vor allem natürlich in den Vereinigten Staaten, eine wahnsinnige Industrie, die gerade entsteht, aufgrund der Cannabis-Legalisierung, die sozusagen schon mit den Hufen scharrt und sich freut, dass es dann vielleicht auch bald in anderen Ländern losgeht, auch in Deutschland, und die da sozusagen schon komplett in den Startlöchern stehen. Und weil wir es mal wieder nicht hinkriegen, rechtzeitig auf eine neue Entwicklung zu reagieren, wird die deutsche Industrie davon überhaupt nicht profitieren. Wir sehen gerade, wie hier die Lizenzen für den Anbau von Cannabis eben für die Patienten an Auflagen geknüpft wird, die eigentlich keine deutsche Firma in irgendeiner Form erfüllen kann. Ich frage mich natürlich, warum ist
die deutsche Politik so fortschrittsfeindlich und damit ja letztlich auch industriefeindlich. Sie versucht immer sozusagen längst ad acta gelegte Geschäftsmodelle zu retten, hat aber überhaupt gar keine Ahnung davon, wie man neue Geschäftsmodelle ermöglichen kann. Wie sehen Sie da die Zukunft sozusagen? Muss ich das jetzt nehmen? Nee, ne? Ja. Also erstens möchte ich das Cannabis nicht so, wie in Amerika verbreitet wird. Ja, also durch private Unternehmen. Ich möchte gerne einen staatlich regulierten Markt und die Freiheit des Einzelnen, tatsächlich zu Hause sich eine Marihuana-Pflanze hinzustellen. Das ist eigentlich das Ziel, was ich habe. Und über das Kapital aus dem Ausland wird ja auch schon die deutsche Cannabis-Legalisierungsbewegung ein wenig gestützt. Also es kommt noch. Aber warum ist es in Deutschland nicht so? Weil wir einfach hinterher sind. Wir sind eben hinterher, schlicht und einfach. Wir haben auch keine Forschungsprojekte. Wir haben nichts in dem Bereich, weil wir ja über Jahrzehnte ideologisch verfahren sind. Mit Ausnahme der Grünen, die sind angefangen, ja, hat man immer gesagt, Einstiegsdroge, dies und jenes, darum kümmern wir nicht. Der jetzige Koalitionsvertrag, der da irgendwie vor ein paar Tagen mal gemacht wurde, ja, der enthält zur deutschen Drogenpolitik zwei Sätze. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Da stehen zwei Sätze, obwohl international auf allen Ebenen in Kanada, Amerika, in ganz, ganz vielen Ländern dieser Welt darum gestritten wird, ob man Cannabis auf irgendeine Art reglementiert und damit auch Möglichkeiten für Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsplatzschaffung macht. Enthält dieser Satz, weil sie sich nicht rantrauen. Da steht noch nicht mal das Wort Cannabis, da steht irgendwie drin, ja, wir kämpfen weiter gegen die Sucht. Ja, und wir unterstützen Kinder vor Süchtigen. Ja, also, aber vielleicht sollte darin stehen, erstens, ja, wir werden eine andere Problematik, wir werden eine andere Denke haben, wir werden überlegen, ob wir den Kampf gegen die Drogen, ja, jetzt mal irgendwie einen Kampf für die Menschheit machen, ja, aber die sind einfach ideologisiert bis zum geht nicht mehr, haben nicht mal die Traute. Sie haben die Traute, jetzt bin ich ja auch schon, aber das ist ja nicht das Thema jetzt, sie haben die Traute, permanent irgendwie ihre Versprechen zu brechen, ja, in Klummel zu arbeiten, aber sie haben nicht die Traute zu sagen, wir möchten im Bereich von Cannabis vielleicht einen anderen Weg gehen. Weil sie Angst haben, dass die Bild-Zeitung am nächsten Tag, ja, Koalitionsverhandlungen ganz groß, ja, jetzt soll auch noch Cannabis legalisiert werden, ist Merkel jetzt völlig bekloppt geworden. Ja, davor, was? Drogen für alle und alle solche Geschichten. Also die Politik hängt immer hinterher. Also jetzt nochmal zur letzten Frage ganz kurz. Wir haben eine enorme Entwicklung. Also wir haben die Grünen, wir haben die FDP. FDP denkt natürlich ordentlich Kohle, ja, und denkt aber auch an die Freiheitsrechte. Das muss man einfach so sagen, ja. Und dann haben wir die Piraten gehabt, die haben unheimlich viel, machen immer noch. Dann haben wir die Sozialdemokratie. Sozialdemokratie ist gespalten. Ja? Aber bis die von Kartoffeln und Würstchen auf ein ordentliches Steak gehen, das dauert auch ewig lange. Ja? So. Dann haben wir FDP, Grüne, Piraten, ja, die Partei sowieso. In der CDU immer mehr Entwicklung. Ich werde jetzt schon mal eingeladen zu jungen Unionlern. Ja. Da gibt es ordentlich viel Haushälter. Da ist schon eine Menge im Kommen. Und ich bin da hoffnungsvoll, dass da irgendwann was passiert. Aber mit der gegenwärtigen Koalition sicherlich nicht. Ich glaube, die müssen, na gut, ist egal. Selbst die AfD. AfD? Eben kurz noch einmal zur AfD. Ja, die mögen wir ja nicht alle nicht, aber egal, die haben ja schon mal debattiert, ob, ja, in Berlin zum Beispiel, ob man nicht Cannabis auch legalisieren. Da sind auch viele Kiffer, die haben AfD gewählt. Muss man, ja, das gibt's. Ja, sehr wohl. Die AfD argumentiert einzig und allein damit, Cannabis sei keine europäische Volksdroge, weil sie es nicht begriffen. Wenn ich da stehen würde und da sagen, aber das war doch, ist doch Hanf. Das eine ist nur das lateinische Wort. Oh, also so weit sind sie noch nicht. So, jetzt genug dazu. Ja, warum die es nicht machen, weiß ich nicht. Frage ich mich seit 44 Jahren. Ja, als ich mich auf die Frage vorbereitet hatte,
ging die Frage genau in die Richtung. Es gibt zurzeit, das ist meine Wahrnehmung, eine unheimliche Fürsprache, endlich das Verbot aufzuheben. Es gibt sogar die Initiative der Linke, die jetzt sagt, wir bringen das in den Bundestag. Ich habe jetzt vergessen, ja. Wir bringen das in den Bundestag ein. Und trotzdem bin ich nicht ganz so optimistisch, dass die Stimmung ausreicht, um relativ schnell das Verbot aufzuheben. Sehe ich das möglicherweise falsch, weil ich selbst sozusagen zu diesem Kreis, ohne mich absetzen zu wollen, nicht so dazugehöre. Ich kriege nicht mit, was geplant wird, um dieses Thema mithilfe der Straße, mithilfe von anderen Unterstützern. Sie sind ja der beste Unterstützer, der authentischste Unterstützer, den man sich vorstellen kann. Aber das alleine reicht ja nicht. Und unser Problem der Progressiven ist, dass wir es alle nicht geschafft haben, uns irgendwann mal auf bestimmte wichtige Themen zu verständigen. Und das ist auch bei Cannabis der Fall. Was kann man also tun, dass es eine größere Gemeinschaft gibt, die sozusagen das, was wir gerade so etwas salopp gesagt haben, Drogen für alle, sozusagen wegen der Bedeutung von Cannabis nun endlich durchsetzen, damit es nicht weitere Opfer gibt? Was kann man tun? Opfer. Natürlich, die ganze Prohibitionspolitik hat massenhaft an Opfern geschaffen. 500.000 Menschen, die in den letzten 4 Jahrzehnten inhaftiert wurden. Millionen von Familien, wo ihr Haussegen schief hing. Ja, Millionen von Menschen, die kleine Geldstrafen kassiert haben und Ermittlungsverfahren. Die müssten was machen. Jeder, der auf irgendeine Art kifft, ob es der Wirtschaftsmanager ist und so weiter, müsste zu einer Hanfparade marschieren. Ja, ich laufe immer Hanfparade vorne weg mit der Fahne und halte auch Reden und so weiter. Da müssen viel, viel mehr Leute hin. Was kann man machen? Es wird immer mehr gemacht, man kriegt mehr Unterstützer, aber es ist ein langsamer Prozess. Ich bin manchmal am Verzweifeln. Ich wünschte den deutschen Kiffern allesamt, dass sie irgendwie morgen irgendwie ein Schreiben nach Hause bekommen, wo drin steht, ja, liebe Kiffer, ja, meldet euch bitte demnächst beim Bundesgesundheitsamt. Wir machen ein allgemeines Drogenscreening und werden jetzt die Hälfte der Bevölkerung untersuchen. Sie sind mit rein. Vielleicht würden wir dann einen Massensturm kriegen. Aber im Moment ist es eben so, dass wir noch lange kämpfen müssen. Aber die Situation ist besser geworden. Sämtliche kleinen Parteien, mit Ausnahme der AfD im Deutschen Bundestag, sprechen sich klar und deutlich für eine Legalisierung aus. In den anderen Parteien eben teilweise. Das ist noch, ich weiß nicht, ich habe damit gerechnet 2019. Und wir haben wir hätten fast eine Legalisierung gehabt. Also wir hätten eine Konsumentenlegalisierung gehabt. Und wenn ich das so richtig verfolgt habe, und ich habe es verfolgt, ja, die Jamaika hätte legalisiert. Jamaika hätte teillegalisiert und hätte damit einen weiteren Dammbruch zugelassen. Und nun kam es eben nicht dazu und die beiden ehrwürdigen Parteien, ja, die ja jetzt bald aussterben werden, ja, weil sie nicht innovativ sind, machen immer die gleiche Scheiße. Das haben wir immer schon gemacht, das machen wir auch weiter. Ja, wir sind Sozialdemokraten, wir kümmern uns nicht um millionenfache Rechte von deutschen Cannabiskonsumenten. Ja, es wäre wunderschön, wenn die Lage wäre im Moment, wie sie ist. Wir haben keine und werden keine stabile Regierung kriegen. Und von daher glaube ich, dass sozusagen diejenigen, die sich dann doch irgendwie darum kümmern müssen, dass das Land nicht auseinanderfällt, zu Cannabis schweigen werden. Ja, Cannabis ist eben auch kein Thema. Cannabis wird für die meisten Menschen erst dann Thema, wenn sie es entweder als Kranke brauchen oder sie stehen vor irgendeinem Strafrichter und fragen sich. Ich kriege Briefe jüngst von einem Piloten, dessen Sohn mit 17 wunderbar läuft, nachdem seine Mutter gestorben ist an Krebs und so weiter. Dann sein Problem, ab und zu kifft er mal, wurde mit 0,3 Gramm erwischt, hat seinen Führerschein verloren. Der sagt, als ich das mitgekriegt habe, habe ich gedacht, ich muss jetzt was machen, schreibt mir einen Brief und ist einen Tag später in den Deutschen Hanfverband eingetreten. Obwohl er selber in seinem Leben nicht gekifft hat. Wenn die Leute direkt betroffen sind, dann gehen sie. Aber sie sind ja in aller Regel nicht betroffen, dadurch, dass
ja auf unterer Ebene viel eingestellt wird. Bei Ersttätern, Erwachsenen und so weiter. Wenn sie schlau sind, laufen sie immer nur mit 3 Gramm durch die Gegend. Ja, dann wird das eingestellt und sagen dann auf keinen Fall, dass sie auch gelegentlich kiffen, weil gelegentliches Kiffen führt dann schon wieder dazu, den Führerschein abzunehmen. Also die Gebildeten verlieren nicht. Die Gebildeten gehören aber auf die Demos. Die Gebildeten gehören in die Kreistage und in die Landtage und haben offensiv für die Legalisierung einzutreten. Ist ein langer Kampf. Also ich glaube, ich mache noch so 10 Jahre. Vielleicht kriege ich es ja mit, dass im Deutschen Bundestag endlich mal der Sachverstand über Ideologie triumphiert. Dann sitze ich da und heule. Genauso eben wie Schwule, die 100 Jahre verfolgt wurden, dann geheult haben, als sie gleichberechtigt da saßen. Wir werden den Brief aufsetzen und schreiben an die deutsche Bevölkerung. Ja, machen wir da permanent. Aber es gibt noch einen Grund, dann gibt es immer noch irgendwelche Professoren, die sich da hinstellen. Ja, und dann wiederum die Einstiegsdrogentheorie. Bei Stern TV habe ich es jetzt gesehen. Da wurde in der Hammverband als Verbrechervereinigung tituliert von einem Professor, der über Jugendschutz redet. Da frage ich mich, wenn ich da gesessen hätte, der hätte es gekriegt. Der war, der erzählt dann von Psychosen und so weiter. Es kann dahingestellt bleiben. Die Psychosen, ob es richtig oder falsch ist, was im Übrigen kein Mensch weiß. Kein Mensch genau weiß. Es kann Psychosen verursachen, die sind vielleicht vor. Aber die gibt es sowieso. Und was mich dann immer wahnsinnig aufregt, und ich war auch als Experte in vielen Länderparlamenten schon, ist, dass dort immer mit Prozentzahlen gehandelt wird. Und dann stellen sie irgendwie so einen Musterkiffer dahin, ja, so, ich weiß ja, wie die Nummern, wir brauchen noch irgendjemand, der kifft und der sagt, Kiffen ist scheiße, also muss es verboten bleiben. Ja, und den suchen die dann ganz bewusst auf und meistens der Hauptgegner bringt den dann auch mit. Da haben wir einen, ja, den haben wir jetzt 8 Wochen in unserer psychologischen Behandlung, der wird garantiert sagen, gehört verboten. Und wenn diese Leute dann widersprechen, ja, und wieder erzählen und nicht mal Zahlen. Also Zahlen sind zum Beispiel, die ich sie benannt habe. Es sitzen rein wegen Cannabis in deutschen Suchtkliniken etwa 2.900 Personen. Und die haben alle einen Mischkonsum. Das wird aber nicht gesagt. Ja, das hört sich, wenn ich auf meinen Lesungen bin, dann denken ganz viele, da sitzen 30, 100.000 in deutschen Suchtkliniken und in ambulante Behandlung. De facto werden die in ambulante Behandlung geschickt, weil der Staatsanwalt ja irgendwas machen muss. Und dann steht da drin Drogentherapie. Das ist dann ambulante Behandlung. Also solange wir diese Leute haben, das sind die Anzlingers. Ja, der Anzlinger war jemand, weiß man vielleicht, ja, der hat den ganzen Drogenkrieg entwickelt. Ja? Und das sind die Anzlingers der deutschen Gesellschaft. Ja? Die machen unheimlich viel. Das sind so Mordlers und noch ein paar Professoren und Thomasius, den habe ich schon als Gutachter bei mir gehabt damals. Ja? Und wenn morgen, und ich sage Ihnen eins, wenn morgen irgendwie so ein seriöses Blatt wie die Welt oder was weiß ich titelt, ja, 2 Cannabis-Tote. Dann haben wir plötzlich wieder von 45% Zustimmung nur noch 38. Hängt auch viel an der Journalie. So, okay, der Nächste. Mache ich das richtig hier? Okay. Meine Frage bezieht sich auf die geringen Mengen. Also 1994 haben Sie ja geschrieben in dem Buch, dass der Ball ja bei der Politik liegt im Endeffekt, das anzugleichen für alle Landesgrenzen. Also ich persönlich kam ursprünglich aus Baden-Württemberg, das ist halt ein bisschen restriktiver. Und da ist jetzt für mich die Frage, so im Endeffekt ist die Politik ja verantwortlich, das abzuändern und somit am Dienst am Volke versagen sie für mich, also sie tun mich ja nicht repräsentieren in der Form, dass sie das halt abändern, das ist jetzt 24 Jahre her. Meine Frage ist, was gibt es theoretisch für Möglichkeiten auf ganzem, könnte man die verklagen, weil sie kommen ja ihrer Aufgabe nicht nach, für die sie gewählt wurden. Okay, ich habe also dazu eben kurz die Erklärung. Nicht geringe Mengen nach der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1994 sollen eingestellt werden. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. So, und dann hat das Bundesverfassungsgericht 1994 gesagt, liebe Leute,
auf Länderebene müsst ihr einheitliche Regelungen schaffen, so damit der bayerische Konsument genauso behandelt wird wie der Schleswig-Holstein. De facto ist das immer noch nicht passiert, weil wir haben Obergrenzen in Berlin bis zu 15 Gramm, dann haben wir irgendwo in Nordrhein-Westfalen bis zu 10 Gramm, die Baden-Württemberg bis zu 6 Gramm, obwohl Grün regiert, ja, und so weiter, lächerlich, wahnsinnigen Verfolgungsdrang, auch diese Grenzzahlen, da kann es dazu kommen, dass Leute wegen 1 Gramm von Richter kommen in Bayern und, wäre nicht eingehalten. Ich habe das damals in meiner Vorlage, habe ich das auch klar gemacht, damals waren noch Grenzen von 30 bis zu 6 Gramm. Das Bundesverfassungsgericht wäre eigentlich zufrieden, wenn alle Länder 6 Gramm als Grenze nehmen würden. Das wäre natürlich für die Berliner wieder scheiße. Ja? Für die Leute in Nordrhein-Westfalen auch. Also bin ich da im Moment so jetzt ganz objektiv gesehen, für die Berliner in Nordrhein-Westfalen bin ich ganz froh. Und unterhalb dieser Grenzen kann man natürlich regelmäßig die Gerichte auffordern, zu sagen, ja, bitte geht doch mal geht nach Karlsruhe. Ja, aber als alleiniger Bürger hat man keine Chance. Ich sagte das, aber ich sage Ihnen das. Tut mir leid, es ist so, ja, dass man hat kaum eine Chance. Das Bundesverfassungsgericht ist auch immer, wie das gerade zusammengesetzt ist, vielleicht sind da auch 5 Legalisierer drin und sagen sich dann, wir machen jetzt was. Normalerweise muss diese deutsche Politik gezwungen werden. Die kann nur über zwei Möglichkeiten gezwungen werden, über die Straße, durch jede politische Aktion, ja, zum Beispiel 20. April, ja, wird im Görlitzer Park, da kiffen die Patienten. Ja, wunderschöne Geschichte, geht auch als Hauptredner hin, auch wieder mit weißem Hemd, ja, da 1000 Leute kiffen. Das geht dann durch die Medien. Ja, solche Geschichten. Also ansonsten, ja, und Hammverband eintreten, Akzept eintreten, ja, bei allen Vereinigungen eintreten, Grüne Hilfe, die auf irgendeine Art was machen. Wir sind in der Lobbyarbeit viel, viel stärker als noch vor 3 Jahren. Man muss das so sehen. Der Deutsche Hammverband hat bald mehr Mitarbeiter als die Bundesdrogenbeauftragte. Das muss man sich mal vorstellen. Bundesdrogenbeauftragte, die haben, glaube ich, 8 Personen, die werden zwar gut bezahlt, nicht so wie beim Hammverband. Hammverband hat 9. Ja, aber da ist schon was. Ja, okay, in etwa beantwortet. Ja, perfekt, dankeschön. Okay, ich habe auch eine interessante Frage, wie ich finde. Die fucking Politiker sind ja eigentlich verpflichtet zum Wohle des Volkes. Steht doch irgendwo drin. Ich bin ja kein Jurist, ich bin Techniker. Aber wie verhält sich das damit? Sind die nicht eigentlich angehalten, entsprechend das auch umzusetzen, was quasi von vielen Menschen gefordert wird, schon seit Jahrzehnten? Und dann auch die Geschichte bei der Gefährlichkeit, also wie gefährlich Autofahren ist, müsste man dann nicht Autofahren auch verbieten? Das müssen das ganze Leben verbieten. Ja. Ja, also wenn unsere Politiker zum Wohl des Volkes und des Einzelnen agieren, ja, machen sie morgen ein Gesetz, da steht drin, wir verbieten ab übermorgen das allgemeine Lebensrisiko. Ja, also nicht mehr laufen, nicht mehr über die Straße gehen, nicht mehr Schlittschuh fahren, nicht mehr Skifahren, nicht mehr dies oder jenes, weil alles kann dazu führen, dass auf irgendeine Art der Mensch zu Schaden kommt. Wir wissen, Cannabis, wie jede andere Droge auch, kann dazu führen, dass Leute zu Schaden kommen. Sie können suchtabhängig werden. Insbesondere Junge und Kinder müssen geschützt werden. Das ist klar. Aber wir haben eben so eine schwache Minderheit. Wir sind, also diese 5 Millionen Kiffer sind selber schuld. Ja, hallo, ihr Kiffer da draußen. Ja, hoffentlich verfolgt euch morgen jemand, damit ihr es kapiert. Ihr habt auf die Straße zu gehen. Jetzt und nicht erst dann, wenn sie euch schon geholt haben. Aber wie können denn die Juristen damit leben, wenn sowas geschrieben steht und sich keiner dran hält? Da muss man doch einen Föhn kriegen. Danke, dass Sie mir einen Föhn geben.
Natürlich kriege ich einen Föhn. Ich kriege jeden Abend, wenn ich mein Facebook-Gerät anmache, Computer heißt es, ja, und von diesen Freunden oder hier oder da Mitteilung kriege und so weiter, da kriege ich innerlich eine Wut bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe auch eine Wut auf meine Kollegen. Ich habe eine Wut auf die Staatsanwälte, die in unisono anklagen. Ich habe eine Wut auf Sozialdemokraten, die da immer noch irgendwas von Einstiegsdroge reden. Ich habe eine Wut auf die CDU, ja, die nicht kapiert, dass sie eine andere Drogenpolitik fahren muss. Ich habe Wut. Natürlich habe ich Wut, aber diese Wut gehört auf die Straße. Also, wissen Sie, wo Sie hingehen? Am 5. Mai, ja, global Marihuana-Märsche, ja, in allen deutschen Städten, etwa 2025. Ich hoffe, ich sehe Sie da, ja, dann können Sie Ihre Wut zum Ausdruck bringen. Und das gilt für alle anderen auch. Guten Tag, mein Name ist Bernd Hölder. Ich bin 1970 in die Jungdemokraten eingetreten wegen der Problematik der Cannabis-Legalisierung und habe drei Fragen. Erstens mal, was würden Sie sich wünschen jetzt von der FDP? Die macht ja jetzt eine Vorlage im Bundestag. Was halten Sie davon? Zweite Frage. Was wissen wir über die Entwicklung in den US-Staaten, wo jetzt die Legalisierung stattgefunden hat? Und die dritte, wie schützt sich der einzelne Bürger vor der Führerscheinabnahme? Weite Felder. Also FDP alleine bringt das nicht ein. Die FDP hat einen Parteitagsbeschluss. Und worum es einfach geht, ist, dass das erneut diskutiert wird im Deutschen Bundestag. Die sind sich einig mit Grünen und Linken. Wir haben jetzt, glaube ich, 30%. Wenn man noch die Hälfte der SPD dazu packen würde, wären schon 45, ja, Teile der CDU. Wenn man das wirklich freigeben würde in der Abstimmung, wie Schulz es mal gesagt hat, ich glaube, wir wären im Deutschen Bundestag für eine Legalisierung. Ja, aber man gibt es nicht ab. Die haben andere Probleme. Cannabis ist für die kein großartiges Problem und für die Opposition jetzt ein gefundenes Fressen. Aber ich freue mich, dass die FDP das macht. Judos, ja, damals, das waren mit die Vorreiter in den 70er Jahren, Freiheit und so weiter. Die sind ja dann irgendwann verschwunden und durch die Julis ersetzt worden. Und die Julis werden jetzt wieder ein bisschen linken. Ja, gut, also da, ich freue mich über jede Debatte, die überhaupt geführt wird, auch wenn sie ergebnislos geführt wird. Die letzte Debatte war beim Cannabiskontrollgesetz, da ist der drogenpolitische Sprecher hingegangen, der ist jetzt nicht mehr im Bundestag, hat gesagt, ich bin für die Legalisierung, aber ich darf nicht dafür stimmen. Dadurch verliert die Sozialdemokratie unheimlich viel Stimmen in der Jugend. Das haben die nicht kapiert. Die gehen nicht fortschrittlich die Sachen an. Die machen immer das Gleiche. Nächste Frage, Amerika, das war die nächste. Ne? Ja, das wird schon beobachtet. Ja, teilweise meine persönliche Meinung dazu, es ist zu doll, es ist zu kapitalistisch, zu viel Lollis und hier noch ein Cannabisprodukt und da noch ein Cannabisprodukt, das kann nach hinten losgehen. Kalifornien ist angefangen wie Deutschland. Ja, dass wir auch tatsächlich Kinder und Jugendliche haben, die dann ein Problem mehr bekommen. Ja, kann. Nach den Informationen, die ich so habe, auch von Professoren, ist es eher rückläufig, weil ich glaube, dass Jugendschutz besser mit Aufklärung funktioniert als mit Verboten. Aber da muss man auch die unterschiedlichen Länder in Amerika beobachten. Kalifornien hat genauso begonnen wie die Bundesrepublik Deutschland letztendlich. Die haben Cannabis als Medizin zugelassen. Da brauchten sie einfach nur irgendwie so einen Zettel vom Arzt und konnten irgendwo hingehen. Ganz lustig, ja. So, und dann hatten irgendwie 500.000 Leute so einen Zettel vom Arzt, das kommt hier auch, dann gehen die in die Apotheke und holen das. Und dann haben die irgendwann gesagt, das ist ja alles Quatsch, dann können wir doch gleich legalisieren. Und das sind natürlich Vorbilder auch für die Bundesrepublik Deutschland. Die dritte Frage war Führerscheinentzug. Hier, ich wusste, dass die Frage kommt, klarer Kopf, klare Regeln. Ja, was im Moment passiert, ist Folgendes.
Sie haben gestern Abend gekifft, ja, und kiffen öfter mal abends, ja, und dann kommen Sie heute Morgen um 7 in eine Polizeikontrolle, die in Wirklichkeit die Alkoholsünde aus den Clubs rausholen will. Aber dazu könnte ich noch eine lustige Geschichte lesen, da habe ich das nämlich im, ja, und dann gucken Sie und die sehen nicht unbedingt aus wie jemand, der kifft, aber dann fragen Sie sie, kiffen Sie ab und zu? Und dann sagen Sie, Ich bin schon über 50, ja, jetzt habe ich Steuern, so gelegentlich kiff ich mal. Ja, mir macht das Spaß. Und was passiert? Der wunderbare Polizeibeamte schreibt das auf, schickt das an die Straßenverkehrsbehörde und ob sie 30 Jahre unfallfrei gefahren sind, ob sie jemals einen Punkt hat, spielt alles keine Rolle und sie können den Führerschein verlieren. So einfach ist das. Halt, das will ich eben noch lesen. So, das muss ich einfach, wenn das geht. Aber wir haben ja nicht so viel, Ja, haben wir noch Zeit? Jetzt finde ich die Seite nicht, müsste 98 sein. Wo ist der Führerscheinentzug? Da haben wir es. So, das lese ich mal, damit wir alle was zu lachen haben. Und Eintreten, Deutschen Heimverband, die haben nämlich letztes Jahr so eine Broschüre gemacht, ja, und mittlerweile, das wächst, man, mit einem Nanogramm können Sie den Führerschein verlieren. Vor ein paar Tagen hat der Deutsche Verkehrsgerichtstag das thematisiert und ist jetzt schon auf 3 Nanogramm gegangen. Weil es gibt so eine Grenzwertkommission, ja, die haben schon sagen, seit 3-4 Jahren, ja, das, was ihr da an Restmitteln im Gehirn habt, ja, das führt überhaupt nicht zu psychoaktiver Wirkung mehr. Also die Leute kiffen abends, sind morgens völlig genüchtert, da ist nichts in der Birne, was die Birne auf irgendeine Art schwammig nach links oder rechts machen könnte. Ja, gleichwohl verlieren sie ihren Führerschein. Das ist so lächerlich. Aber da haben deutsche Richter, haben wir immer schon so gemacht, was interessiert uns denn? Ja, die akademischen Professoren. So, aber jetzt hat sich da schon, in Goslar haben sich mit beschäftigt. Auch das ist schon mal eine kleine Anekdote dazu, Verkehrsrecht, ja. In der Schweiz gab es mal den Vorschlag, alle Busfahrer, Taxifahrer auf Cannabiskonsum zu untersuchen. Ja, die sollten in so ein Drogenscreening bringen. Und da hat der örtliche Chef, ja, aus Zürich gesagt, wenn wir das machen, ja, bricht übermorgen der öffentliche Nahverkehr in der Schweiz zusammen. Weil die kiffen alle und da dürfen sie das 10-fache haben als hier. Aber das lese ich, wenn es gestattet ist, weil das immer ganz lustig ist. So, was man sich klar machen muss, sind zum einen die Fortschritte der letzten Jahre bei der Entwicklung von toxikologischen Messverfahren und die Tatsache, dass es für die Polizei in Deutschland ein spezielles Schulungsprogramm gibt, mit dem die Polizisten beigebracht wird, wie unter Einfluss anderer Drogen als Alkohol stehende Autofahrer zu erkennen sind. Dieses Programm gibt es, weil man festgestellt hat, dass es im Gegensatz zu den allen bekannten Ausfallerscheinungen von Alkoholfahrten zunächst nicht zu auffälligen Verhaltensweisen kommt. Das heißt, der abendliche Kiffer fährt irgendwie gar nicht irgendwie komisch, nicht in Schlangenlinien oder sonst was. Aber man will die ja trotzdem haben. Die machen zwar nichts Böses, aber die sind ja böse, weil sie mal gekifft haben. Daraus hat man geschlossen, eine Reihe von Merkmalen zu etablieren, anhand derer sich angeblich herausfinden lässt, ob ein Fahrer bekifft sein könnte. Das klingt zunächst mal gar nicht so unsinnig. Bei näherer Betrachtung können einem da jedoch Zweifel kommen. Im Schulungsprogramm klingt das dann nämlich so. Häufig befinden sich die Fahrzeuge von Drogenabhängigen, also einmal gekifft, gleich drogenabhängig, auch sowas, in sehr schlechtem Pflegezustand. Beispiele, fehlerhafte Beleuchtung, lautes Auspuffgeräusch, sehr ungepflegter Allgemeinzustand, Beulen an Kotflügel, Front- und Heckstoßfänger, alte reparierte Unfallschäden etc. Allgemein kann festgestellt werden, dass sich aus dem Fahrzeugzustand eine Analogie zur Lebensphilosophie des Fahrers herleiten lässt. Zweideutige oder eindeutige Bemalung, Beschriftung oder Aufkleber etc. lassen unter Umständen bereits auf Lebenswandel und Einstellung schließen. Haben Sie dieses Buch hinten auf der Rückbank liegen, ja, und gucken dann auch noch ein bisschen blöd und dann sagt der Polizeibeamte, na, gestern gekifft, ja, dann haben Sie den Führerschein weg.
Das haben die auf junge Leute, ja, junge Leute aus dem Verkehr zu ziehen, die von irgendwelchen Clubs kommen oder von Techno-Events und so weiter rausziehen und dass sie natürlich auf ihre Autos nicht so viel Wert legen, ja, völlig klar. Ich lege ja auch meins schon. Okay, danke. Gut. Ja, danke können wir doch. Das ist dann die letzte Frage. Oh, ist schon vorbei, geht hier aber kurzweilig ab. Ist ja auch ein interessantes Thema. Hallo. Ich muss nochmal auf die Sache mit dem Jugendschutz und den Eltern. Sie haben erwähnt, dass Sie häufiger Briefe, Anfragen von besorgten Eltern bekommen. Sie haben auch schon mehrfach gesagt, die Stimmung wandelt sich. Ich bin Mutter zweier Teenager-Jungs und habe das Gefühl, was die Elternschaft angeht, dass sich die Stimmung da gar nicht so sehr wandelt, zumindest nicht so öffentlich. Meine Kinder gehen auf eine konservative Schule, sage ich jetzt mal so. Und ich erlebe bei jeder Schulveranstaltung, bei jedem Tag der offenen Tür, die besorgten Eltern mit den Anfragen, ja, ihre Schule ist ja bekannt für den Drogenkonsum und dass hier gehandelt wird. Und also ich erlebe da noch große Bedenken, noch sehr viele alte Vorurteile. Überhaupt was das Thema Sucht angeht, spricht man zum Beispiel an, mal einen Workshop zu machen zur Digitalisierung, zur Internetproblematik, so Datenschutz, wird daraus von der Schulsozialarbeit gleich ein Workshop zum Thema Internetsucht gemacht. Also es geht alles gegen die Süchte. Ja, und ich erlebe auch so von meinen Kindern, dass das Thema Drogen, Cannabis in der Schule gar nicht thematisiert wird, höchstens, dass da Flyer ausliegen, die dann auch zweifelhafte Vergleiche zwischen Alkohol, Cannabis, Flashback, kennt man ja alles, also gar nicht so modern. Also ich höre aber auch bei Ihnen, dass Sie sehr kritisch sind, dass Sie den Jugendschutz für sehr wichtig halten. Wie würde Ihrer Meinung danach eine vernünftige... Habe ich meine Vorstellung. Also jetzt jüngst ist wieder ein 15-Jähriger da in meinem Kiez angekommen und schreibt gerade irgendwie seine Arbeit über Cannabis. Auch wir in meiner Schule, da haben die Hälfte der Leute gekifft. Das ist heute so. Und damals war es eben so, Intelligenz hat gekifft, Dummheit hat gesoffen. Heute ist es nicht mehr so. Ja, heute wird auf allen Ebenen gekifft und gesoffen und noch andere Drogen genommen. Die Schulen, es gibt immer noch junge Menschen, die verlieren ihre Schulplätze, weil sie eben zu denjenigen gehörten, die nicht nur gekifft haben, die den anderen auch noch was mitgebracht haben. Die wollten was Nettes machen und so weiter, waren ein bisschen tougher, grässlich, es tut mir um jeden Einzelnen leid. Schulen, ja, verschließen ihre Augen nach wie vor davor und sagen, ja, bei uns wird nicht gekifft, aber ich meine, an den Schulen meiner Töchter, die haben selber nicht gekifft, da etwa die Hälfte haben im Gymnasialbereich gekifft. Die kiffen ja gelegentlich einfach nur. Was sie brauchen, ist ein offenes und ehrliches Umgehen, ja, und nicht diese Zeigefingernummer. Ja, und dann müssen wir die Leute, die frühzeitig rausziehen, die ein Problem damit kriegen. Das sind die tagtäglichen Kiffer, die dann auch tatsächlich in der Klinik landen können. Ja, weil sie in eine Abhängigkeitsgeschichte reinkommen. Aber das können wir nur mit Aufklärung machen. Und was wir letztendlich brauchen, ist nicht wie früher in der Schule, kommen dann zwei Polizeibeamte und machen das heute noch. Immer, ich habe das mal gemacht mit Herrn Wulff. Ich war Schülersprecher. Herr Wulff war Vorsitzender der Freien Schulen Niedersachsen, der spätere Präsident der Bundesrepublik Deutschland, der dann wegen 800 Euro irgendwie monatelang vor in Hannover stand, vom Gericht. Da kommen dann die Leute an und die Polizei kommt an und erklärt denen, wie Cannabis aussieht, wie Marihuana. Ich weiß noch, wir waren da auf diesem Schülerkongress, da kommen die und wir sitzen da und sind sowas von dicht und kriegen einen Lachflash bis zum geht nicht mehr. Zwei tolle Kriminalbeamte erklären uns ja, wie böse dieser Stoff ist. Da kiffen wir doch anschließend, kam Christian Wulff rein und sagt, muss das sein, dass ihr hier auf diesem Kongress kifft? Ja, mittlerweile die Junge Union Osnabrück, deren Vorsitzender er
spricht sich auch für die Legalisierung aus. Vielleicht hat Wulff mal aus früheren Zeiten berichtet, weiß ich nicht. Okay, offenes und ehrliches Umgehen. Und letztendlich brauchen wir eine verdammte Kacke, eine Drogenmündigkeit. Wir müssen in der Schule darüber reden, was bestimmte Stoffe mit jemandem machen kann. Was wir machen, ist Alkohol, ja, aber Alkohol wird vorgelebt wie völlig normal. Wir müssen viel mehr Suchtprävention machen. Wir müssen die traumatisierten Kinder früher kriegen. Ja, wir müssen dahin gucken, wir müssen denen auch erklären, mir nehmen die das ja ab. Aber ich komme da auch nicht mit dem Zeigefinger an. Ja, das darfst du auf keinen Fall machen. Wir müssen denen auch erklären, dass Cannabis bei ihnen möglicherweise auch den Kopf kaputt macht. Das werden sie aber nicht von einem Polizeibeamten mit 3 Sterne hier oben, der da sagt, und dann ist es auch noch verboten. Und noch schlimmer ist, ja, sind ja auch unsere Drogen, unsere Frau Mortler und so weiter und CDU. Nein, noch schlimmer. Das meine ich noch gar nicht. Das ist ja irgendwie eine Subsumption. Bei einer CSU-Ministerin in Anführungsstrichen kann man ja nichts Sonderliches erwarten. Aber die sagt, Kiffen ist nicht kriminell. Die sagt nicht, Kiffen ist ja nicht verboten. Der Konsum ist straffrei. Und das führt dazu, dass 13-, 14-, 15-Jährige anfangen zu kiffen. De facto ist es ja nicht straffrei. Und kleine 14-, 15-Jährige werden ja auch durch verfolgt. Das erzählen die nicht, weil die selber keine Ahnung haben. Also was wir an Jugendschutz da reinbauen, ist grässlich. Und es führt dazu, dass Leute mehr in die Kliniken kommen. Okay, und ansonsten die Bedenkenmuttis, denen bin ich genügend begegnet. Ja, aber ist doch eine illegale Droge. Aber ist doch eine Einstiegsdroge. Ja, aber das macht doch süchtig. Und am besten die Argumentation, ja, so früher nannte man das bei uns, dann wird der high oder der verändert sich. Hör ich denn? Ach ja, und warum nehmen Sie denn das Zeug? Weil Sie sich jetzt verändern wollen. Ja, völlig klar, Sie verstehen nicht. Also es, ja. Mal die Frage, warum kifft ein Jugendlicher? Vielleicht, weil er... Hat Frau Mortler gerade gesagt, wir lassen nicht zu, dass unsere Jugend ihre Zukunft verkifft. Ja, ja, ich was weiß es, ich lese das. Ja, warum haben Sie noch einen Rausch beim Sex? Schaffen wir Sex und Liebe auch noch ab? Ja, das führt auch noch dazu, dass der eine oder andere irgendwie in schlechte Zeiten gelangt. Ja, und die Ehe sowieso und wir machen nur noch Roboter. Ja, so, ich rieche mich schon wieder auf. Ich finde, wir sollten uns nicht aufregen. Nö, das gehört aber auch dazu. Wir können uns ja durchaus aufregen. Also ich habe zum Beispiel im Wahlkampf damals eine Veranstaltung mit Schülern gehabt, von Grundschule bis Gesamtschule bis Abiturjahrgang. Die haben das selber organisiert. Das war eine der schönsten Erlebnisse im Wahlkampf. Und ich hatte ja ein Wahlplakat, wo ich direkt das Kiffen angesprochen habe und die Jugendlichen waren sehr, sehr offen und es war wirklich toll, als ich sagte, dass ich mir als junger Mensch gewünscht hätte, dass ich erwachsene Ansprechpartner gehabt hätte, ja, für Themen wie Sexualität, für Themen wie Rausch, für Themen wie Cannabis, da hatte ich sie alle auf meiner Seite. Ja. So. Und dann sind sogar Lehrer gekommen hinterher und haben gesagt, das haben sie gut gemacht. Ja. So. Und ich kann nur empfehlen, werdet offener im Umgang, informiert euch, informiert andere. Information ist, der Informationsmangel über Cannabis ist einer der Hauptgründe, dass wir immer noch das Verbot haben. Okay, ich sage vielen Dank, Andreas Müller, für die Ausführung. Ich empfehle euch, das Buch mitzunehmen. Ja, ihr könnt auch dann noch eine Unterschrift reinkriegen, so viel Zeit haben wir heute noch, weil das Café geschlossen bleibt. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr es heute Morgen geschafft habt, hierher zu kommen. Thank you.